What up YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir machen heute die zweite Phase unserer Pick'em Challenge. Ja, Major läuft noch, Leute, wir sind immer noch richtig gehypt. Pick'em Playoffs laufen, die Picks machen wir gleich, aber wir gucken uns erstmal vorerst unsere vorherigen Picks an von der Groove Stage. Hier ist ja doch ein bisschen was passiert und ich würde sagen, war gar nicht mal so schlecht. War gar nicht mal so schlecht, aber es hätte natürlich ein bisschen besser laufen können. Ich würde sagen, gut, dass Virtus Pro und Hellraisers, dass wir hier die Picks richtig gesetzt haben. 18 Punkte haben wir. Ich glaube, lasst mich nicht lügen. Hier 3, 3, noch plus 9. Hätten wir noch. Hätten wir 27 Punkte holen können. Aber. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Godsend ist raus, Optik ist raus, Liquid ist raus. Aber das war trotzdem in Ordnung. Hier können wir auf jeden Fall mit arbeiten und ich würde sagen, da kommen wir zu den Playoffs und setzen hier unsere Picks. Und Leute, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, alter Schwede, scheiße. Also schwieriger kann es ja eigentlich gar nicht sein. Was ist denn auf einmal los? Ja, Fnatic ist auf jeden Fall doch am Start. Die geben hier doch Gas, was ich krass finde. Was ich geil finde auch. Gambit ist auf einmal stark. So, WTF, was geht ab? Und das ist hier auch eine schwierige Nummer. SK gegen FaZe. Boah, also das sind hier ganz schwierige Picks. Navi, Astralis, mega, mega schwierige Sachen. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Denn wir müssen auf jeden Fall hier was picken. Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Und ich denke, dass ich hier die richtigen Picks gefunden habe, die ich euch mitteilen kann, sodass wir hier weiter Punkte sammeln können und uns unsere Goldtrophäe abholen. Pick Nummer 1, Freunde. Navi gegen Astralis. Da Astralis ist ein sehr starkes Team, keine Frage. Aber hier musste ich eigentlich am wenigsten überlegen, muss ich sagen. Hier musste ich eigentlich wirklich am wenigsten überlegen, weil Navi ist einfach übertriebenst heftig. Die sind so gehypt, die wollen schon so lange einen Major gewinnen. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen und denke einfach, dass hier, und weiß auch schon fast, dass das Ding auf jeden Fall Navi holen wird. Boah, man kriegt hier 12 Points pro Pick, Alter, Leute. Wir müssen hier auf jeden Fall gut überlegen und die Picks richtig setzen, weil, eieieiei, jeder Pick kann hier entscheiden. Das ist nicht wie bei den anderen Pick-Em-Challenge vorher, wo man dann nur so für, bei den ersten Matches so 1, 2, 3, 4 Punkte bekommen hat, sondern hier geht es direkt zur Sache. Hier Gambit, Fnatic, kann ich Folgendes zu sagen. Ich denke, hier wird auf jeden Fall jeder auf Fnatic gehen. Werde ich auch, aber ich kann dazu kurz was sagen. Gambit ist zwar jetzt stark am Anziehen und die wollen hier und sind gehypt, aber die haben wenig Major-Erfahrung. So, der Druck wird immer höher bei den Spielern und Fnatic hat einfach so viel Major-Erfahrung. Die haben so viel Plan und sind einfach so, ja, schon so alte Hasen in dem in der Sache, dass ich hier auf jeden Fall Fnatic picken werde. Nächster Pick. Schwierig, schwierig, aber auch nicht schwierig. North spielt sehr stark. Ist halt das alte Dignitas-Team. Aber Virtus ist einfach übertrieben gehypt gerade. Hier ebenfalls unfassbar alte Hasen. Ja, das sind wirklich das schon am längsten bestehendeste Team in dieser Konstellation, wie es ist. Deswegen sind die einfach sehr Major erfahren und performen immer gut in Majors und haben hier auch 3-0 gewonnen vorher. Deswegen bin mir ziemlich sicher, dass Virtus hier gewinnt. Bin auch Virtus Pro Fan. Von daher, die machen das, die Jungs. Die machen das auf jeden Fall. So, last but not least, Freunde, SK gegen FaZe. Eieieiei. Ich glaube, der schwierigste Pick an der ganzen Story. Ja, was erzähle ich euch dazu? Weiß ich selber nicht so wirklich. Trotzdem glaube ich einfach, ja, dass SK so individual starke Spieler im Team hat, die in brenzlichen Situationen einfach Großteil auch klatschen können und einfach richtig, richtig stark im Einzelfall sind und individuell stark spielen können. FaZe ist hier auch wieder gut unterwegs, aber ich denke einfach, dass SK hier stärker ist. Vor allem haben sie schon Major gewonnen und haben hier auch dementsprechend die Erfahrung. Und deswegen denke ich einfach, dass SK das Ding nach Hause holt. Ich denke, da seid ihr confirmed, ne? Glaube ich. Seid ihr gleicher Meinung mit mir. Und deswegen
nehmen wir hier SK. So, Leute, kommen wir weiter, ja? Also, die nächsten Picks sind für mich eigentlich sehr, sehr, sehr klar. Da müssen wir eigentlich nicht lange überlegen, zumindest ich muss da nicht lange überlegen. Fnatic gegen Na'Vi, Fnatic hat anfangs halt gestruggelt. Ich dachte nicht mal, dass Fnatic überhaupt so weit kommt. Deswegen ist das hier für mich eine ganz klare Sache, dass Na'Vi weiterkommt, auf jeden Fall. Und unten eigentlich genauso, ja? Also, SK ist super stark, aber Virtus ist einfach viel zu motiviert, als dass die hier, glaube ich, verlieren. Virtus ist einfach ultra stark dabei, deswegen glaube ich, dass hier einfach Virtus weiterkommt, my friends. Und jetzt, Leute, the great final. Ja, das große Finale. Und das ist interessant. Das ist wirklich ein interessantes Finale. Ich muss euch sagen, das ist eigentlich sogar mein Wunschfinale. Ich gönne es Na'Vi, weil Na'Vi noch nie ein Major gewonnen hat. Aber noch mehr gönne ich es Virtus, weil die ja so sympathisch sind und schon so lange am Start sind, keine Spieler kicken und einfach hier zusammenspielen. Deswegen ist das mein Wunschfinale und ich finde es krass. Ich würde wirklich gerne, dass Virtus gewinnt. Aber Na'Vi ist einfach zu stark. Na'Vi ist einfach zu stark, Leute. Und ich glaube nicht, dass Virtus hier gegen Na'Vi gewinnen kann. Ich glaube es nicht. Ich finde es schade. Es tut mir auch weh, gegen Virtus Pro zu setzen. Aber es bleibt mir hier wirklich nichts anderes übrig, Leute. Es bleibt mir einfach fucking nichts anderes übrig. Ich muss hier einfach Na'Vi gehen. Wir wollen unsere Punkte haben. Wir wollen die Gold Trophy haben. Und aus dem Grund sind das hier, Leute, meine Picks. Und ich bin mir... Also Silber werden wir auf jeden Fall erreichen. Auf jeden Fall. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir hier mit den Picks gut fahren und Gold holen. Es tut mir wirklich weh, gegen Virtus zu setzen. Aber ist nun mal so. Bleibt nichts anderes übrig. Das sind die Picks, Freunde. Hoffentlich kriegen wir Gold. Und ja, ich würde sagen, das war's schon. Ich wünsche euch wirklich, wirklich viel Spaß beim Major gucken weiterhin. Macht richtig Bock. Ich feiere Majors immer übertriebenst. Ja, nächstes Jahr, nein, dieses Jahr sogar noch, fahre ich auch selber auf dem Major ESL Cologne. Vielleicht sieht man sich da auf jeden Fall mal. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja, Leute, viel Spaß euch beim Gucken, wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Picks gesetzt hättet. Vielleicht hättet ihr ja anders gesetzt. Wer weiß, vielleicht habt ihr aber auch genauso gesetzt. Und feiert das gerade, dass ich das genauso sehe wie ihr. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Danke fürs Zugucken. Lasst ein Like da. Haut rein. Peace.